Ab dem 31. März werden in Liechtenstein wiederum die Unternehmer des Jahres gesucht. Der internationale Unternehmerpreis Entrepreneur of the Year fördert unternehmerische Spitzenleistungen. Der Unternehmer des Jahres, der Entrepreneur of the Year, wo wir mit der Universität Liechtenstein und mit der ATAC Ernst & Young AG zum zweiten Mal jetzt durchführen, ist vor 2 Jahren ein riesiger Erfolg gewesen. Die Regierung möchte mit dem Preis unternehmerische Persönlichkeiten im Land auszeichnen und auch die Wertschätzung zum Ausdruck bringen, wo sie Unternehmertum bei uns im Land verdient. Die Suche nach dem Unternehmer des Jahres findet jährlich in über 50 Ländern mit einem Teilnehmerfeld von rund 10.000 Kandidaten statt. In Liechtenstein wird den Preis auch in diesem Jahr eine prominente Jury vergeben. Also sie schauen mal Persönlichkeit an, es muss eine ganze Unternehmerpersönlichkeit sein, kann auch ein Team sein von Unternehmern. Dann schaut sie den Erfolg an, den wirtschaftlichen Erfolg und 2 Jahre zurück, nicht nur 1 Jahr. Und die Innovationsgrad, also was ist innovativ an dem Unternehmen? Der erste Entrepreneur of the Year Liechtenstein hieß Hati Weirater. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sportmarketingagentur Weirater Wenzel und Partner AG mit Hauptsitz in Gamprin. Ja, der Hati Weirater hat mit seinem Sieg Zugang zu einem internationalen Netzwerk bekommen. Der hat dann auch die Möglichkeit gehabt, zu einer internationalen Veranstaltungen teilnehmen und dadurch natürlich auch das Land entsprechend repräsentieren. Und diese Möglichkeit steht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern offen. Bei ihm hat man gesehen, er ist international sehr erfolgreich, er ist eine sehr charismatische Persönlichkeit und er hat eigentlich fast einen neuen Markt erfunden mit seiner Art von Sportmarketing. Und das hat eigentlich den Ausschlag gegeben, dass er den Preis gewonnen hat. Und ich denke, die Kriterien sind das ja die gleichen. Der diesjährige Gewinner bekommt natürlich ebenfalls die Möglichkeit, im Frühling des Folgejahres am Wettbewerb World Entrepreneur of the Year in Monte Carlo teilzunehmen. Ab dem 31. März können sich Interessierte für den Bewerb einschreiben. Die Anmeldefrist endet am 20. Mai 2011. Der glamouröse Galaabend findet dann am 14. Oktober im SAL in Scharn statt.